Core Gamer Production. Hey yo guys und willkommen zu Grand Theft Auto Vice City. Mein Name ist der Rockstar und in der letzten Folge haben wir eine gute Mission für unseren Deal gemacht. Na, jetzt machen wir nächste. Jetzt arbeiten wir für ihn. Oh. What kind of incompetent fool are you? Fool! 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 Bisschen cholerisch ist der Typ. These idiots, they're always trying to screw you. That's the problem with this business. What do you think you're doing? These pricks have failed me miserably. Soon any mom and pop will think they could sell Gallo in Vice City. What next, huh? The stinking mafia? That gang place is a fortress at ground level. So Quentin here. Quentin! Quentin! He'll fly you over the area. Eradicate them! What do you think you're doing? Ein bisschen cholerisch, wie gesagt. Hey, I've been asking around. It's obvious that Diaz jumped the deal and iced my brother. And he'll kill you too. I can take Diaz. No, listen to me. I'll handle Diaz. He's beginning to trust me. Zustand Helikopter, ja. Okay. Was ist jetzt hier los? Müssen wir fliegen? Nee. What's with Quentin? I don't know. I always kind of liked it. Quentin Vance. You name's Lance Vance? Hey, I got enough of that. Lance Vance. Lance Vance. Poor bastard. Where the hell are we headed? Lance Vance. Beste. You ever fire one of those from a whirly? No. I'll get a bit of practice on the way, though. Okay, unterwegs ein bisschen üben. Ja, dann. Okay, we're almost there. We'll make a couple of passes. So take out as many guns as you can. Then I'll set you down and you're on your way. Ja, okay. Damn, this is a war zone. Just take out some of those guns. Komm schon, da kommt schon, da kommt schon. Wo sind die nächsten? Da kommen die nächsten. Unendlich Munition, oder? Ja, haben wir. Komm schon, komm schon, komm schon. Dieses Drogenhaus, das wird zerstört. Aha, where's my shit, Alter? Das ist auf jeden Fall das, was wir brauchen. Wie groß ist denn dieses Areal? Auf zwei Häuser verteilt, okay. Auf drei Häuser verteilt. Ach, stirb doch, komm schon! Und da ist doch der nächste! Oder die nächsten. Hä, wo ballert der noch? Da unten, ja, hab ich übersehen. Scheiße. Aha, sagte er. Auf mich allein gestellt zu verarschen. Dann holen wir jetzt einfach mal das Geld von oben. Einfach so. Hey, wie soll das denn gehen, bist du schon, wenn er die ganze Zeit stehen bleibt? Da muss ich mir irgendwo Leben holen. Steht schon mal fest. Bullying
case now, mister. There is a dance 19 So, hier sind wir deutlich mobiler. Jetzt hol mich ab. Wer du verpiss dich ohne mich, mein Freund. Mission erfüllt. $2000, sehr schön. Hä? Wir sind ja auch wieder hier bei unserem Auftraggeber. Ausgezeichnet. Ja, komm, machen wir ihn direkt mit. Um keine Zeit zu verlieren. Ganz einfach, Zeit ist knapp heute. Not so pleased with yourselves now, huh? Whoa, watch where you're waving that thing. No more pigeon shit on my car, eh, Tommy? Guess not. You're damn right. Now listen, you know who owns the fastest boat on the East Coast? Not offhand, no. Me! And I want it to stay that way. Every smuggler from here to Caracas has one dream. A faster boat. Rumor has it, the boatyard had just completed such a vessel for some Costa Rican dickhead. And Tommy, I want that boat. Ah, I thought I got you! Where'd you come from? Pinhead! I think your pigeons are back. Okay. Die haben Daumen. Begib dich zur Bootswerft an den Docks und klaue das schnellste Boot. Okay. Auf zur Bootswerft. Der Typ ist so genial, ne? Ballert einfach mit einer Sturzflinte auf Tauben. Ich sag ja, ein kleiner Komediker. Mit deinem scheiß Admiral. Deine Karte gehört mir. Okay, auch nicht. Fuck. Hast du nochmal Glück gehabt? Hast du nochmal Glück gehabt hier? Sentinel. Okay, kein Admiral. Leute, macht Platz. Hier kommt der Rockstar. Wir könnten eigentlich einen Paint Sprayer reinfahren. Damit wenigstens die Karte repariert ist. Scheiß auf die Cops. Soll ich das schnellste Boot eigentlich? Woher soll ich wissen, wo das schnellste Boot ist? Okay, wir sind an der Bootswerft, ja. Kommen wir nicht weiter. Sind wir denn wirklich da, wo wir sein sollten? Ich denke nicht. Wo sind wir denn? Ja, sag ich ja. Okay. Wir sind dezent falsch gefahren. Hier hinten müsste eine Brücke kommen. Wo wir dann rüberfahren können, ja. Ja genau, 2 Sterne. Okay, kein Problem. Gehen wir schon hin. Und sonst so? Ach fuck. Jetzt müssen wir eine Runde fahren. Oh fuck. Das mit der Runde war vielleicht doch nicht so eine geile Idee. Ich bin der Meinung, einfach reinballern. Bam, 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 bam.
Officer, wir haben eine andere Karre. Da dürfen Sie mich nicht kontrollieren. Ganz einfach. Officer. So. Ja, guck mal hier, Leben, 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 Leben. Und weiter geht's. Kurz Morphium geballert und schon ist der Tommy wieder der Alte. Ich dachte, die wäre gesperrt, die Brücke. Was ist hier los? Ah, da war eine kurze Ladezeit. Auf jeden Fall sind wir im neuen Gebiet angekommen. Das Boot hier hinten sollen wir klauen, okay. Such den Schalter, um das Boot abzusenken. Okay. Kein Problem. Jungs, wo kommt der? Jungs! Warum? Das Spiel. Ach man. Weißt du, ich hab Jahre gebraucht, um an diese Boot 12 Franken zu kommen und dann sagst du mir nein. Ja, genial. Tommy, it's me, Colonel Cortez. Look, Senor, I believe you are a man who can get things done. So please help me. You can find me at the boat, huh? Ja, Cortez, ich weiß, dass ich dich auf dem Boot finde. Nur erstmal will ich hier diese Mission machen. Das schnellste Boot, ja, ich weiß. Brauchen auch Waffen. Das steht außer Frage, dass wir auch noch Waffen brauchen. Weil das Spiel bestraft uns für den kleinsten Fehler und wenn wir da... nicht aufpassen, sind wir ganz schnell ohne Waffen unterwegs. Deswegen einmal Ammunition. Möp. Ich frag mich nur, wo eine Ammunition jetzt ist. Die wir auch besuchen können. Wir müssen hier hin, wir sind bestimmt hier irgendwo. Hier unten gibt's eine. Ja, sag ich ja. Wir fahren einfach geradeaus weiter. Selbst in Vice City sind wir vor beschissenem Wetter nicht geschützt. Da haben wir doch die Ammunition, die wir so lieben und brauchen. Was geht ab? Ich brauche deine teuersten Sachen, die du hast. Kruger. Ah, guck mal hier, kugelsichere Weste. Nehmen wir gerne an. Und die Kruger nehmen wir auch. Sieht er uns wirklich $1000 ab? Das tut er, okay. 128 Schuss, so. Nein, danke, so. Weg. Ganz schnell hier. Juicy.
als Faith und B.I.G. Man genieße einfach dieses Wetter und diese Musik. What the fuck? Warum brichst du aus? So, jetzt werden wir auch nicht so schnell überrascht von euch Pissern. Jetzt haben wir hier richtig starke Waffenunterstützung, hä? Mhm. Plus noch eine kugelsichere Weste. Das sagt dir das Spiel auch nicht, hey. Du kannst dir kugelsichere Westen ab jetzt besorgen, ne? Natürlich nicht. Hallo? Was war das denn vom Michael Jackson Ruf? Guck mal, hier sterben wie Michael Jackson, Alter. Also wie Michael Jackson getanzt hat. Man darf das nicht unterschätzen. Geht der jetzt nicht? Wie Tommy auch mit der Waffe läuft. Als ob die so 10 Tonnen schwer wäre. Hilfe! Ich habe eine überdimensionale Knarre und weiß nicht, damit umzugehen. Ja, 3 Sterne, ne? Lass das Boot ab. Purple Bitch. Du darfst auch laufen. Achso, du hast auf die ganzen Leute gewartet. Ah, sag das gleich. Hallo. Jetzt aber ab hier. Los, 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 los. Das halbe Boot versinkt auch schon gleich. Jetzt bin ich mal gespannt. Achso. Bring das Boot zur Villa. Ja, leichter gesagt als getan. Ja, wie? Och Mann. Wie? Wollt ihr mich verarschen, wenn ihr die ganze Zeit drauf ballert? Wir müssen erstmal wieder zur Ammunition, bevor wir hier zu unserem Don gehen oder zu unserem Rodriguez, oder wie auch immer der heißt. Halt's mal, steig aus. Es lief alles so gut, ne, bis die Polizei kam. You cannot be serious. Immerhin haben wir das jetzt beendet, so ganz einfach. Keine Sterne mehr zu haben. Was hat Dellen versucht? Ich guck mal durch die Wand. Bei aus dem Auge habe ich hier was Nettes gesehen. Im Augenwinkel. Adlerauge, sei wachsam. Und fahr gegen den Pfeiler.
wieder Waffen kaufen, Geld verschwenden. Erstmal hier ein Nörsch. So, und dann. Hey. Danke, so. Ich will das jetzt mit dem Boot machen, weil sonst lasse ich das liegen und sage, das mache ich nicht mehr. Beziehungsweise das müssen wir so oder so machen. Deswegen machen wir das Behinderte als erstes, bevor wir noch aufs nächste Behinderte kommen. Jetzt haben wir gleich gar keinen Bock mehr auf gar nichts. Und auf geht's! Okay. Wie soll ich das verstehen, dass eine Weste? Naja. Wir sind pleite. Wir brauchen Geld. Ach, du dummes Motorrad. Fahr doch geradeaus, wenn ich das will. Und brech doch nicht die ganze Zeit aus. Okay. Es ist echt schwierig auf dem PC überhaupt. Naja. Ein Wendekreis wie ein LKW. Deswegen sage ich auch an der sensationellen Stelle, see you guys und schaltet gerne wieder beim nächsten Mal ein bei GTA Vice City, euer Rockstar von CoreGamer Production. Leute, wollt ihr kein Video mehr verpassen, lasst ein Abo da und wenn euch das Video gefallen hat, teilen, Däumchen drunter und für alles andere sind die Kommentare below.